Soll ich dir mal eben 64 Steine geben? Ich kann ja hier gibt es ja genug Steine. Wo ging es jetzt hier raus? Wo ging es jetzt hier raus? Aua, was haut mich denn da? So ein kleines Geilviech. Naja, die kommen natürlich hier durch. Wir haben natürlich nicht so zugemacht, dass die nicht durchkommen. Muss ich noch eins nach unten? Mach ich das halt einfach jetzt. Sieht fast so aus. Ich habe noch Steine. Ach, das. So, ich bin hochgegangen dann, ne? Ja, warte, ich komme. Ah, toll, wir sind in den Raum reingekommen, den wir schon mal zugemauert haben. War gut. Aber sind wir jetzt schon auf der obersten Ebene oder auf der Ebene? Ne, wir müssten auf der Ebene sein, wo wir. Eigentlich müssten wir jetzt da sein, wo wir rauskommen. Richtig. Aber auch hier ist Chaos. Befürchte ich. Hier ist auch Chaos, das ist richtig. Ich nehme mal hier den Kabelzone wieder weg, den wir hier reingemacht haben. Aber das ist ja jetzt quasi unser Weg, den wir. Pass auf. So. Hast du jetzt gemacht? Ja, nee, wir müssen schon finden, wie wir jetzt hier am besten durchkommen. Ich glaube, ich bin jetzt eins zu tief, um wieder rauszugehen. Das müssen wir zumachen. Frage ist, in welche Richtung wir müssen, ne? Oder? Weiß Moment, ich das ist glaube ich sogar die richtige. Ich habe keinen Stein mehr. Mach mal hier den Weg zu. Bin hier rechts auch? Ja, ist Blaze. Hi, Blaze. Wieso bist du auf der richtigen Ebene? Da kommst du nicht raus, wo du jetzt hingehst. Das ist unser Weg nach unten. Ja. Aha, und wieso habt ihr alles zugemacht? Wir machen zu, damit wir den Weg nach oben finden. Aha. Er rennt hier einfach hoch. Und ich finde dafür nicht mehr raus, oder wie? Wir wollen doch raus. Das wollen wir doch auch. Wir arbeiten hier schon mit Blitzböen zusammen. Hier, komm her, Blaze. Was rennst du denn da hinten alleine? Wir sind eins zu tief normalerweise, oder? Telefon. Ja, das geht nicht aus. Telefon, unprofessionell. Wieso sind wir eins zu tief? Nicht? Meinst du echt? Ich meine, wir werden auf der richtigen Höhe. So, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, hallo. Tschüss. Oder sind wir echt noch eins zu tief? 3, 2, 1. Oh, ja, bam. In der neuen Folge, Jock, Box, Nightshift. Guten Tag. Richtig. Nightshift. Wollten wir nicht zumachen und so? Warte mal, ne, hier ist Blaze hochgegangen. Guck mal, hier ist Blaze sein Hochding. Ja, dann sind wir auf der richtigen Ebene. Dann sind wir auf der richtigen Ebene, dass wir rauskommen. Okay, also doch eins runter. Also wir müssen. Bist du noch eins runter? Du willst doch raus. Ja, ich muss dann wieder eins runter, weil ich ja eins hochgegangen bin. Du bist schon wieder eins hochgegangen, du bist selber schuld. So, dann machen wir mal hier zu. Ich frage mich, wo sind wir gekommen? Wir sind so viele Kisten. Wir sind immer die Kisten hier nachgegangen. Ja, wo wir jetzt herkommen, ich meine, wo sind der vorher? Wo bist du denn jetzt? Können wir jetzt mal hier, mach mal zu, bis du wieder hier bei mir bist. Ja, mach ich. So, dass wir. Ah, da bist du, okay. Wenn du irgendwo eine Wand aufmachst, ne, die wir zugemacht haben, machst du sie wieder zu, sonst finden wir den nicht mehr raus. Okay, ja. So passt es. Das heißt, wir müssen jetzt hier zumachen erstmal? Wir müssen da hinten lang zum Spinnenspawner, wenn ich mich nicht ganz täusche. In die Richtung, wo ich gucke. Ich glaube auch, aber ich brauch Steine, sonst kann ich überhaupt nichts zumachen. Ja, warte, ich kann ja noch zumachen. Hm, läuft bei uns. Ach, da muss auch so, okay. Jetzt müssen wir diese Richtung gehen. Bitte wieder eins nach unten. Was jetzt gucken, wo ihr. Ja, komm mal hier rein. Komm mal hier rein zu uns. Komm zu uns rein. Wir machen jetzt gerade den Weg nach draußen. Wir meinen, dass wir in diese Richtung geradeaus müssen, genau. Der sieht auch aus, der Blaze, ne? Gespickt wie so ein Igel. Wir müssten hier quasi. Der Blaze rennt immer wahllos rum, der wird nie was herausfinden, wie der rumläuft. Nee, der. Aber der. Ist hier ist der nicht. Creeper hochgegangen. Ja, ich sehe das wohl. Boah, ich gehe jetzt hier raus. Tschüss! Hast du den Ausgang gefunden jetzt? Natürlich. Wo war der jetzt? Natürlich. Ja, einfach rumlaufen. Irgendwo sieht man da eine Öffnung in der Wand. Vor allem, ich kann jetzt nicht zumachen hier, weil ich habe keine Steine mehr. Ihr macht das viel zu kompliziert. Eigentlich nicht. Machen wir gar nicht. Also ich habe schneller rausgefunden als ihr. Ja, aber es geht ja nicht ums Rausfinden. Du warst im falschen Stockwerk ohne uns. Ja, es geht ja nicht ums Rausfinden, es geht ja auch ums wieder zurückfinden zum Gang nach unten und so. Ach so. Wo ist er jetzt rausgelaufen? Ich bin ein Zauberer. Ich kann das. Das ist sowieso nicht mehr. Hier haben wir irgendwo stellenweise zugebaut und stellenweise nicht. Also hier hast du gerade aufgehört. Ja, aber eben noch. Ja, weil ich keinen Stein mehr hatte. Blaze, wo bist du jetzt rausgekommen? Das ist ja ein unmögliches Ding hier, ey. Dass wir das nicht von Anfang an strukturiert hätten machen können, ne? Also, das ist der Weg, wo wir hergekommen sind. Das wissen wir.
Da war nix. Da war nix. Zack. Ah. Hallo Blaze. Hallo Harpe. Oh. Ich will doch noch Harpe. Müssen wir hier lang? Und jetzt die Frage, ob es hier geht's. Geht's hier raus vielleicht? Ne, hier ist alles zu. Das heißt, da kann auch der Blaze nicht rausgegangen sein. Oh, warte, warte, warte. Ja, aber hier ist wieder der Weg, wo der Blaze nach oben gegangen ist. Ich glaube, ich kann die gar nicht hören. Warte mal. Musik, Sounds, Jukebox an. Hier ist unser Ausgang. So. Dankeschön. Wenn du dazu jetzt noch zappelst wie so ein Philipp, dann haben wir Action. Bleib da, wo du stehst. Bleib da, wo du stehst. Ich, nee, ich komme jetzt hin, nicht. Wie ich hingelaufen bin. Hier ist ja sowieso nichts recht alles zu, weil hier haben wir am Anfang alles zugebaut. Warte mal. So, und hier sind wir vorhin, hier haben wir gerade zugebaut. Hier machen wir jetzt einfach wieder offen. Ja. Nächste, die komplizierte Taktik von ihnen. Ja, ja, die machen das schon. Ich bin ja dafür, dass wir Teamwork machen, insofern, dass sich zwei um das eine kümmern und die anderen zwei um das andere und am Ende prügeln die sich alle. So, wo müssen wir jetzt wieder runterfinden? Ist das jetzt hier links oder hier geradeaus? Das ist die Frage, weil dann haben wir den Weg nämlich wieder fertig. Und ich meine, wir müssen hier links zumachen. Warte, ich... Mach mal hier zu. Ja, hier. Hier ist richtig, wo ich... Genau, dann mach mal hier zu. Dann mach hier zu, dann haben wir auch den perfekten Weg nach unten jetzt wieder. Hier, mach zu. Ich muss erst Stein abbauen für. Achso. Das ist natürlich günstig. Ach, ist egal. Mach zu jetzt einfach da. Okay, jetzt wissen wir, wo wir lang gehen müssen. Okay, jetzt... Ja, warte, warte. Und der Blaze findet sogar nach oben mit seiner Treppe hier. Alter, ich kann sogar die Decke wieder schließen. Voll gut, oder nicht, weil du es aufgesammelt hast. Egal. Völlig egal. So, wir müssen jetzt hier... Wo sind wir jetzt her? Da hinten. Komm. Das ist hier. Das muss immer weg, sonst finden wir ihn nicht mehr. So, jetzt kann man... Jetzt gibt es ja nur noch einen Weg, den wir laufen können. Okay. Das ist gut. Hallo, Blaze. Hallo. Hallo, Blaze. Immer den Weg folgen. Den wir so schön vorbereitet haben jetzt. Ah, Mann, Mann, Mann. Ja, das war aufregend. Mutti. Ich bin stark dafür, dass wir den Blaze und den Harpe irgendwo an der Bushaltestelle mitten in der Wildnis aussetzen und dann sagen, so, findet man den Bus. Der Blaze macht wahrscheinlich jetzt alles wieder offen, weil er nicht runterkommt. Ja, ja, wahrscheinlich. Und dann finden wir gleich wieder nichts, dann haben wir alles nochmals gemacht. Blaze? Wir haben alles wieder aufgemacht, ja. Hat er nicht. Das muss ich leider meinen Aufnahmevertrag mit ihm kündigen. Ah ne, das will er noch hinterher. Nee, nee. Ja, ich krieg meine Seele wieder. Das haben wir nicht, das war nicht gesagt. Ja, der Harp übrigens, der hat seine Seele nicht verkaufen wollen, deswegen sind seine Hoden jetzt. Wie viele Kisten hier rumstehen? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich mein Zeug jetzt reintun soll. Gute Frage, Reds. Mach doch mal Schilder dran. Ich hab bisher nicht sortiert. Die Essenzen offensichtlich da. Ich hab hier Bücher, die packen. Hier ist schon ein Buch drin, ich pack das Buch auch da rein. Da gibt's extra eine Kiste, wo ganz viele Bücher drin sind. Katalysten wohl auch hier rein. Hier ist eine leere Kiste, die hab ich aufgestellt. Da pack ich jetzt mein Zeug. Lapis ist hier drin. Dann schreib doch da auch ein Schild Rasamun dran, dann brauche ich das nicht zu sortieren. Okay, Burnt Wings, keine Ahnung, was das sein soll. Nee, wenn du das gerne sortieren willst, du kannst das ja gerne sortieren. Nein, ich will das nicht mehr sortieren, ich habe da keine Lust, weil du machst ja eh nur neue Kisten auf, in der du alles wahllos reinschmeißt. Oh, weil wir hier noch nicht wohnen, wenn wir umziehen würden, dann würde ich einfach alles zu sortieren. Hier macht es überhaupt keinen Sinn, das zu sortieren, vor allem, wenn keine Schilder dran sind. Lust und Dust. Wo habe ich denn mein Kreuzchen getan? Das will ich mit mir rumschleppen, bitte, danke. Vor allen Dingen weiß ich überhaupt nicht, wo ich hier was reinschmeiße, also bin mir ein bisschen unsicher hier. Und ich habe jetzt auch keine Lust, hier stundenlang zu suchen. Oh, was hast denn du? Komm mal her. Wo ist denn mein Bogen? Da. So, ich geh jetzt wieder runter. Ich werde nochmal irgendwo viele Fackeln, ne? Die waren mal hier in der Kiste, sind sie natürlich jetzt nicht mehr. Ja, ich verbrauch die ja scheinbar auch ein bisschen, nicht? Haben wir noch Holz irgendwo? Nein. Nein? Also, in der Holzkiste. Da kommt Eisen hin. Aber darauf wetten würde ich nicht. Ich hätte auch mal irgendwo eine Axt zum... Ich nehme mal die Holz an und gehe jetzt Holz farmen. Lass mich alle in Ruhe. Ich war schon so lange nicht mehr draußen, bestimmt schon seit einer ganzen Aufnahmesession nicht mehr. Mindestens. Hallo? Hallo hier draußen? Alles ruhig? Ich versuche, habe es Ordnung aufrecht zu halten, aber da noch keine Schilder dran sind, ist es schwierig, alles richtig zu zaubern. Jetzt ein Baum fällen. Tschüss. Das würde ich hier reinschmeißen. Tschüss. Den Kram hier auch. Ja, ohne Holz kommen wir nicht mehr weit, ne? Ja, deswegen baue ich gerade eine unterirdische Baumfarm. Nee, oder? Ja, doch. Ja. Man kann auch durchaus mal draußen rumpeln, das ist kein Problem, du. Da war ich ja vorhin, wo es dunkel war, hab ja Wasser geholt. Fackeln da draußen sind übrigens von mir. Und jetzt sag nicht, da sind die ganzen Fackeln, dann bringe ich dich um. Hier draußen sind die ganzen Fackeln, die ich gesucht habe. Er bringt dich um übrigens, ne? Ich traue das durchaus zu, er kommt gleich wahrscheinlich vorbei und rammt mir seinen... Der ist auf dem Weg. Vorsicht, der ist auf dem Weg. Ah, ist kein Problem, ich habe eine bessere Rüstung als er.
Hab Lava. Ja, oh, ich hab Wasser. Ich hab noch mehr Lava. Dann könnt ihr gleich schon mal ein bisschen Dings einsammeln. Wo ist der? Wer, ich? Hm. Weit weg, ich bin Räume für den Gang. Blaze? Ja? Ich schmeiß mir in die Kiste mit dem ganzen Erzkram und sowas auch das Netherrack rein, ne? Jojo, tu dir keinen Zwang an. Wieder findest, gut, alles klar. Man kann auch das Netherrack aus meiner Kiste rausnehmen und dazugeben. Keine Ahnung, wo deine Kiste ist, ist jetzt auch ehrlich gesagt. Versuche ich jetzt mir. Weil er kein Schild dran gemacht hat. Weil er kein Holz hat. Ja, ich konnte gar kein Schild machen, genau. So, ich geh jetzt auch Holz fahren. Könnt ihr mich machen. Macht das. Macht, was ihr wollt. Ich hole Holz. Ich hab mir noch. Hier ist ein Grabstein. Wer ist denn hier gestorben von euch? Nicht. Hier ist ein Kreuz. Draußen? Ja, dann. Nö, draußen würd ich nicht. Sagen. Dann ist einfach mit. Ist einfach nur ein Cross, einfach nur so von irgendjemandem. Achso. Keine Ahnung, was wächst denn hier? Leckeres. Zombie getötet oder so. Pumpkin. Wenn wir damit den Ding unter heute noch fertig werden, dann wäre das ganz cool. Dann können wir vielleicht doch mal irgendwann umziehen. Und dann ein vernünftiges Lagersystem bauen. Oder wir bleiben wirklich hier wohnen, aber das sah eigentlich nicht so. Das sah aus, als hätten wir dann. Eigentlich ist es uncool, ja. Ja. Ey, voll uncool, Alter. Also, wir sollten nächstes Mal darauf verwenden, vielleicht mal eine Basis irgendwo zu bauen und von da aus dann weitermachen. Ist an sich eine prima Idee. Ja, aber du brauchst doch mal. Also, jetzt mal Butter bei die Fische, ne? Irgendwo musst du anfangen. Irgendwo. Ja, machen wir doch gerade. So, und ja, machen wir gerade hier so ein bisschen so. Das ist jetzt quasi die Initial Base, ja. Die ist erstmal so, das ist das Notwendigste. Und wenn wir dann irgendwie sagen, so jetzt ziehen wir um, dann machen wir unsere richtige Base. Genau, und dann würde ich auch anfangen, alles richtig zu lagern. Nee, würde ich trotzdem schon von Anfang an machen. Also zumindest Ordnung da rein zu machen, weil du findest nichts wieder. Da sind irgendwie Eisenbarren, da sind irgendwelche drin, da vielleicht auch nicht. Haben wir Holz, wissen wir nicht. Du hast es doch jetzt Nein, ich habe irgendwann aufgehört zu sortieren, weil der Rasamund das ja immer wieder überall irgendwo reinschmeißt. Gar nicht wahr. War das in eine Kiste eingeschmissen. So, hier ist mein Todespunkt, das interessiert mich aber gar nicht. In irgendeine Kiste, genau. Wo ist jetzt unsere Base? Es wird dunkel draußen und ich finde nicht mehr zurück. Haha. Schade, wieso sind die lauter halbe Bäume, ey? Das ist Meteoriten ein Schlag gewesen, oder? Ja. Die ganze Welt ist hier oben kaputt. Deswegen können wir nicht hier bleiben, sonst würde ich ja hier wohnen wollen, aber. Jetzt kann man ja heile machen, das ist ja kein Thema. Ich weiß, wo du warst. Da, wo ich jetzt gerade hüpfe, musst du nur hinlaufen. Du hüpfst irgendwo? Ja, ich hüpfe hier. Für dich. Ich sehe ihn hüpfen. Ich nicht. Also warte mal, da ist dieses kleine Haus. Das habe ich ja mal gesehen von irgendwo aus. Scheiße, hier ist so dunkel. Machst du richtig. Ich muss schon Fackel setzen. So, dann muss ich, glaube ich, in diese Richtung gehen. Hier ist eine Ruine, wo ich jetzt bin. Da bist du doch. Komm doch hier hoch. Einfach geradeaus laufen. Ja, ich muss immer hier hochkommen irgendwo, oder? Doch. So, ich komme. Das würde mich töten, wenn ich da runterspringe. Muss ich hier lang. Hallo. Du bist Danke, doof. Wegweiser. Du hast übrigens eine Axt im Kopf. Ja, ich weiß. Schon seit letzter Aufnahme. Hallo. Das ist mein Head. Genauso wie du deine Telefonzelle aufhast. Hier der Spawn. Ach, deswegen kann man hier nichts setzen. Ich habe 56 Holz. So, jetzt habe ich 3 Stacks. Ja, jetzt mache ich mir ein paar Dinger. Wo ist denn die Holzkiste? Das da. Da war schon wieder irgend so ein Ding bei euch. Ja, meine Schaufel. So, die Holzkiste ist welche? Dann packt er nämlich jetzt Holz rein. Das ist Monster Drop hier oder sowas? Keine Ahnung. Hier ist Holz scheinbar. Dann tue ich mein Holz jetzt, was ich gesammelt habe, rein. Eine unterirdische. So, wo tun wir das Essen rein? Ich hab doch irgendwo gerade Essen gesehen. Da, Essen tue ich mal hier rein. Essen ist dann an der Kiste oben drüber. Ja, passt ja, ne? Können wir nicht schlagen. Blaze ist immer noch unten im Dungeon, ne? Sehe ich das richtig? Yep. Aber im Essen, da sind auch Bäume drin in Essen. Das ist irgendwie ganz komisch. Wieso ist. Weil da auch vorher Saplings drin waren, also Samen generell. Ach so. Das ist ganz komisch. Auf jeden Fall. Durch die Saplings da halt auch rein, dann so. Gut. Hat sich das jetzt? Ich habe viel mehr Fleisch, als ich irgendwie Gemüse habe, deswegen muss ich hier mal Fleisch was austauschen. Fleisch ist dein Gemüse. Oh, boah, ich brauche mal was zu essen jetzt wieder, was ich mir umnehmen kann. Haben wir da irgendwas Fleischwieges? Nehmen wir es mal mit, danke. Immer so Kirschen mit. Oh, 3 Stück. Ist auch meine Kirschen. Wo kann ich Kirschen haben? Lecker. Okay. So, ist nach unten wieder. Also wenn wir das Ding da... Warte, ich komme mit. Ja. Ich kann es ja nicht verlaufen, wir werden uns auch unten wiederfinden jetzt. Haben wir alles so weit vorbereitet, dass das funktioniert wenigstens. Wenn unsere Ordnung noch besteht, heißt das natürlich nur. Ich hoffe, Blaze, du hast unseren Plan umgesetzt.